Jensens Leute sind da. Sieht so aus, als sollen die hier aufräumen. Wie viele seid ihr da? Es waren 11 an Bord, inklusive mir und Rosalind. Keine Ahnung, wie viele noch leben. Irgendwie muss ich doch... Warte, ich hab's! Der Kranarm, klettert drauf, ich kann ihn hochfahren. Es muss jetzt schnell gehen. Übers Dach, dann geradeaus zum Wrack. Gleich Verstärkung. Wartest du?
Weiter zur... Der Weg zum Flugzeugwrack ist frei. Na los, rein! Der Tank ist isoliert. Der explodiert nicht. Kannst du was sehen? Ein großes, kaputtes Flugzeug. Gibt's Überlebende? Zumindest kein Begrüßungskomitee. Verdammt! Sind wir zu spät?
Tief durchatmen. Noch wissen wir nichts. Ich sehe mich um. Im hinteren Teil sollte es einen Sicherheitsraum geben. Ich schließe die Tür auf. Was soll die Scheiße? Keine Bewegung! Wer bist du? Du hast 5 Sekunden! Entspann dich. Songbird schickt mich. Und du bist? Ich heiße Wie. Tut mir leid. Ich musste sicher sein, dass du es bist. Okay. Aber jetzt los! Und für alle. Ja. Oh.
Mann! Greift das Ziel an! Hier bin ich! Oh! Songbird, bist du da? Wie? Gib mir einen Status. Wir beide sind noch am Leben. Okay. Geh zu dem leeren Gebäude in der... Elizabeth Kress, schon klar. Ich bin nicht senil. Da kann man gut untertauchen. Keine Wärmesignaturen. Steht also leer. Niemand da. Und jetzt Bewegung. Songbird dran. Ihr geht's gut. Und sie hat für uns ein Safehouse gefunden. Songbird. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Aber sie landet immer auf den Füßen. Ihr beide hattet irres Glück. Oh. Vielleicht dank dir. Was für ein verfickter Albtraum. Meine Leute sind tot. Alle. Wegen mir. Jetzt mach mal halblang. Hansen hat sie umgebracht. Nicht du. Das denkst du? Du ahnst ja nicht, welches Ausmaß das hat. Wir wurden gehackt. Also hatte Hansen Hilfe. Aus Washington. Die NUSA-Regierung weiß zweifellos von dem Absturz. Die haben die Landung in Doctown über die Satelliten verfolgt. Es sei denn, die Sache ist noch viel komplizierter. Hansen verbreitet garantiert schon seine Propaganda. Da bin ich mir sicher. Dann können unsere Leute erst recht nicht über die Grenze. Ich kann niemandem trauen. Ich sollte... Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe schon. Aber denk dran, dass ich auch noch da bin. Du? Und Songbird. Wir holen dich aus der Scheiße raus. Danke, Vee. Wir halten uns an den Plan. Danach sehen wir weiter. Warte mal. Wenn Hansen jemanden in Washington hat, können die mich überall, jederzeit finden. Ich habe einen subdermalen Tracker. Der muss sofort raus. Er steckt direkt neben einer Arterie. Ich brauche deine Hilfe.
Okay, aber das wird scheiße wehtun. Schmerzen sind angeblich bloß eine Frage der Einstellung. Was heißt, sie lassen sich unterdrücken? Schwachsinn, wenn du mich fragst. Aber wir haben keine Wahl. Schneid los. Augen zu, denk an irgendeinen abgefuckten Wichser. Hilft mir immer. Das ist eine lange Liste. Umso besser. Moment, ist das... Brune, beeil dich! In Deckung! Das war knapp. Wie? Ich bin da. Genau rechtzeitig. Alles noch dran? Vorerst. Ob so bleibt, ist eine andere Frage. Ihr müsst ganz nach oben. Ich melde mich später. Ich hab Songbird dran. Sie sagt, wir sollen höher klettern. Geh vor. Ist schließlich deine Stadt. Kölns Köter sind euch auf der Ferse. Beeilt euch. Los jetzt, gib Gas. Frag unseren Schutzengel, ob sie diesen Aufzug in Gang setzen kann. Der Aufzug braucht etwas Runner-Magie-Song. Bin schon dran. Oh, oh. Sorry, V. Meine Magie reicht hier nicht. Wir brauchen Strom. In der Nähe gibt es einen Wartungsschacht mit einem Sicherungskasten. Folge dem Gerüst. Ich muss das Licht wieder anknipsen. Bin gleich wieder da. Okay, ich warte so lange hier. Wieder. Meinst du, das klappt? Was, wenn wir stecken bleiben? Das finden wir gleich raus. Wir befinden uns in einem fahrenden Aufzug in einem total verlassenen Hotel. Meinst du nicht, dass das auffällt? Ach, überlassen wir den analytischen Teil Songbird. Die kleinen Scheißteile sind unruhig und haben empfindliche Sensoren. Wenn die uns entdecken, wird's schnell ungemütlich. Und gleich weiterzugehen. Das dachte ich mir. Ich auch. Atme tief durch und seid leise. Warte. Drohne, links
von dir. Ferngesteuert. Wenn ich eingreife, verrate ich, wo ihr seid. Das wollen wir ja nicht. Im Restaurant ist ein Subnet-Zugangspunkt. Wenn du dich verlinkst, kann ich da feindliche Signale fälschen. Die werden die Drohnen ablenken. Machbar. Wir sollten uns an denen vorbeischleichen. Die Frauensäcke verlassen sich ganz auf die Drohne. Das ist eure Chance, rauszuschleichen. Ganz leise. Such die Gegend ab. Lass keinen entkommen. Geht klar. Vier Räder, zwei Sitze. Perfekt. Erledige den da lieber. Aber ganz leise.